Wenn ich von hier oben schon, ja. Immer schön markiert, wo man hoch muss. Vorbildlich wie eh und je. Von den Sturmtruppen. Nur zu blöd, dass sie nicht treffen können. Wie lange würde eigentlich Star Wars gehen, hätten die Sturmtruppen mindestens einmal getroffen? Ich glaube, dann wären die Filme nicht so spannend gewesen. Und der Sturz nicht so spektakulär. Und erniedrigend. Okay, aber wo muss ich denn... Ich muss rechts lang, ne? Links scheint ja nicht so. Hm. Nee. Links scheint nicht so der Way to go sein. Ah, hier geht's hoch. Vielleicht habe ich mich gehört. Geht hier also doch hoch. Ich komme dem Wachturm näher. Ich muss wohl höher klettern. Oder einfach hochgehen. Wir werden jeden Tag so zu arbeiten. Das ist nichts für mich. Und ich glaube ich auch nie für den Ezeko. Woher war Ezek eigentlich nochmal? Ezek war aus, was ist denn hier eigentlich? Ezek war aus, okay, muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Aus Watch Dogs. Bomba! Gott, Alter, die hören sich schon wie Mücken an. Auch genauso nervig. Woll, einer raucht. Ich brenne. Doch nicht. Gott. Ich nicht. Doch, ich kann nicht rein. Ich muss bloß einen Elch kriegen, dann habe ich weniger Stress. Den Baum muss ich auch noch erledigen. Der kommt ja nicht in den Weg. So, einer ist weg. Oh, jetzt kann ich mich voll und ganz auf dich konzentrieren. Wenn du schaffst, komm. Du willst doch dann mit deinem Kollegen wieder zusammenkommen, oder? Im Gegensatz könnt ihr beide zusammen sein. Ist hingefallen. Attack. Gott, Alter. Bomber greif mal an. Die können laufen, die Bomber. Schmeißen mit Napalm. Jeder Veteran mit einem Vietnam-Flashback jetzt. Ja. Ist okay. Okay, ist doch nicht okay. Fall doch einfach mal auf den Boden für mich. Danke. Ist so schwer gewesen. Okay. Oberster Soldat, der in den Wachturm eingeteilt ist. Ezeko, du Hund. Wegen dir muss ich jetzt gegen die kämpfen. Komm und zeig dich. Das muss er sein. Oh. Ah.
Ja, den. Danke, Aloy. Ja, belastend. Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell. Der Schnee schmilzt auf meiner Kleidung. Es war Kivas Horn. Ein anderes Signal als vorher. Ich sollte hinunter zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Der Wachturm wird angegriffen. Ich muss schnell da runter. Kann ich von ihr snipen? Okay, rein theoretisch müsste man es doch von hier schaffen. Müsste doch eigentlich extra so konzipiert worden sein, oder nicht? Und diesmal sind es 4 von den Arschgeigen. Der Tod kommt von oben. Die Maschinen werden überrascht sein. So, wenn es, Blau habe ich da. Blut der Zehn. Die Fremde gleitet. Was ein Wunder, Alter. Nachdem es, metallene Vögel gibt, kann auf einmal ein Mensch gleiten. Oh. Und auch runterfallen. Was ein Wunder. Moin. Der hat gesessen, aber ordentlich. Voll. Einer vernichtet. Helde bestätigen Abschuss. Werde angegriffen. Brauche Unterstützung. Nein. Ja, da. Ich habe gesehen, wo ich hinschießen muss. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, um irgendwelche anderen Pfeile auszusuchen. Scheint, es ist Eis. Ist vielleicht Feuer was dagegen. Ja komm, du stirbst auch so. Feuer ist gegen die effektiv, okay. Wird schon noch. Das ist wirklich gut zu wissen, denn. Ein kritischer Schlag. Okay, mit Feuer holt man diese, wenn man da einen Schuss vom Himmel. Was war das gerade, Alter? Hat er ruckzuck eingesetzt, oder wie? Ja. Was sind denn das für Viecher jetzt gewesen? Rostgrau habe ich da. Ja, Feuer und Schockschaden. Naja, bei Flugeis, ne? Ich habe Pokémon gespielt. Ich weiß, dass da effektiv gegen ist. Na, das ist die. Das nehme ich gern mit. Jetzt 12 müsste ich. Ich möchte schon 12 haben. Und danke für die Hilfe. Ist Itseko auf dem Weg runter? Naja. Die Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Verdammter Tecote! Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Pivalo! Wir ziehen los! Folge den 10, Weidmanns Heil oder so. Tecote ist ein hinterhältiger Hund. Vielleicht hört er das jetzt, jetzt also auf, Politik zu verschwenden. Wir dann jetzt mal speichern. Hm.
Oder ich könnte noch... Ich suche eine Quest raus, die wir dann das nächste Mal beginnen. Marsch eines Soldaten. Ich kann gerade nicht reisen, ne? Oder da war ich noch gar nicht. Ja, dann reisen wir hier nochmal zurück. So, dann beenden wir mal hier den Part, beziehungsweise die Aufnahmesession. Enden hier am Bollweg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Haut rein.